Also ich sage mal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein kann, damit wir das Filmchen machen können. Und ich habe gehört, ihr habt da was ganz Neues, die Einet X-System, oder wie heißt das genau? Also was du hier siehst, das ist Einet X-System. Genau. Also zumindest ein Baustein davon, das ist ganz wichtig. Das heißt, wir stehen jetzt hier an der Stelle auf der Messe. Das ist hier das Panel, das ist das Einet X Pro Panel an der Stelle. Okay. Daneben haben wir ein Telefon mit der Einet X App. Okay. Und was du nicht siehst, ist die Einet X Cloud, die auch Bestandteil ist von dem ganzen System. Gut, weil es ja Cloud ist, die ist irgendwo im Himmel. Könnte man sich so romantisch vorstellen. Genau. So, ich habe jetzt hier mal ein Panel quasi halb eingebaut dabei, dass man einfach einmal die Rückseite sieht. Ja, voll geil. Ganz wichtig an der Stelle, wir haben Abwärtskompatibilität, das heißt, wenn man jetzt ein CP Plus ersetzen möchte, habe ich hier eine Tinbuchse, das heißt, ganz gewohnt, man steckt das beim CP Plus ab, baut das ein, konnte es vorher hinstecken, alles ist so wie vorher. Was jetzt aber neu ist an der Stelle, wir haben jetzt eine Backup-Battery hier. Die das heißt, dafür sorgt, dass wenn der Hauptschalter aus ist, Strom ausfällt und so weiter, die Daten alle gespeichert bleiben. Genau. Oder es kann ja auch mal passieren, dass eine Sicherung fliegt, warum auch immer. Genau. Nein, das war uns einfach wichtig, dass die Einstellungen halt erhalten bleiben, weil es ist einfach mühselig, wenn man das immer wieder neu konfigurieren muss. Was noch interessant ist, wir haben jetzt hier verschiedene Steckplätze. Jawohl. Die kann man quasi über einen Edge-Connector kann man die bestücken. Und wir haben hier einmal einen Außentemperatursensor und einen Innentemperatursensor. Das sind quasi externe Sensoren. Okay. Die können beliebig positioniert werden. Ich will ja wissen, ob es draußen warm ist oder ob es drinnen kalt ist. Genau. Bin somit nicht mehr abhängig von den Geräten, wo die Sensoren verbaut sind. Ich habe jetzt eine CAN-Schnittstelle tatsächlicherweise auch. CI-Bus kennen wir schon vom CP Plus. Genau. Wenn wir andere Geräte konnektieren möchten, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, weil es ist ein interessantes Feature an der Stelle. Und wir haben natürlich auch nochmal den Truma-Bus, also den TIN-Bus auch hier über die Platine. Und das ist einfach der Stromstecker, kann ich auch über einen vierpoligen Stecker hier betreiben. Das Ganze ist relativ einfach aufgebaut. Ich kann hier die zwei, sage jetzt mal, Ohren reindrücken, dann kann ich es rausnehmen. Ja, perfekt. Cool. Total easy. Das heißt, mit Multitool schneide das aus, setze es ein, Thema fertig. Ist erledigt. So. Genau. Ich habe jetzt schon gesagt, wir haben jetzt hier das Einet X Pro Panel. Ja. Das heißt, du musst selber nichts ausschneiden, sondern der OEM baut das Ganze für dich ein. Starten wir einfach mal mit den Kacheln. Wir haben jetzt hier eine Ressourcenübersicht, das heißt, dieses Dashboard gibt mir einen kurzen Überblick, hey, wie schaut es denn überhaupt aus mit meinen Wassertanks? Ja, ist der Frischwassertank, ist der noch befüllt, ist der leer? Oder wie schaut es mit dem Schwarzwasser aus, ist der voll? Ich kann Informationen zur Batterie einsehen. Das Ganze läuft jetzt halt über den IBS-Heller-Sensor an der Stelle. Ja. Dazu gleich eine Frage. Batterien, wir stellen ja immer mehr um auf Lithium-Batterien. Kann er die genauso erkennen? Also beziehungsweise ausrechnen? Also wir haben immer bei dem ganzen System haben wir immer ein bisschen eine Abhängigkeit zu der Hardware, die angeschlossen ist. Ja, genau. Wir kennen das aus der Vergangenheit schon. Jetzt sind wir natürlich stärker mit externen Partnern unterwegs an der Stelle. Der IBS-Heller-Sensor ist noch nicht für Lithium-Batterien ausgelegt. Mhm. Also sie ist eher im klassischen Segment unterwegs. Ja. Man muss ja immer gewisse Wertetabellen, Spannungsbereiche etc. hinterlegen, damit das Ganze auch Sinn macht, was er da übermittelt. Ja, genau. Bei den neueren Batterien ist es ja oft auch so, die haben ja schon ein BMS an Bord. Die meisten. Es kommuniziert dann über Bluetooth und ich sage jetzt mal so, die zwei unterhalten sich auch über Bluetooth, also von dem her wäre das ja denkbar. Dass man die App praktisch ausliest und hier übernimmt. Genau, das wäre halt eine Möglichkeit. Perfekt. Wir müssen halt einfach schauen, wir haben halt verschiedene Hersteller. Ja, genau. Und wichtig ist halt, wir als Truma, wir haben jetzt die Truma Open Innovation gestartet. Das heißt, als Kunde kann man Truma jetzt aktiv mitteilen und sich beteiligen, vor allen Dingen an der Weiterentwicklung an dem Gerät. Mhm. Das heißt, was für Features hätte der Kunde gern tatsächlicherweise. Mhm. Wir haben jetzt eine Vorauswahl hier zur Verfügung gestellt, wo wir sagen, okay, das wäre sinnvoll, wie schaut es bei euch aus, was haltet ihr davon? Wir haben aber auch einen Freitext dabei, dass man sagen kann, okay, ich hätte gern, sag jetzt mal, ein grünes Display, übertrieben gesagt. Jetzt habe ich schon gesagt, die zwei kommunizieren per Bluetooth.
Wenn ich hier nochmal auf das Dashboard gehe, diese ganzen Füllstände, die ich habe, die bekomme ich vom Elektroblock. Ja. Also ich bin immer noch im Einet X Pro Panel an der Stelle. Genau. Und es wird auch Gas, Level und I6 natürlich kommen. Da haben wir schon einen Schalter dazu. Und beim Gaslevel ist es natürlich der Drummer Level Control, der da integriert wird, das Ganze auch per Bluetooth. Okay. Und dann kann man halt hier auch den Füllstand im Panel sehen. Was mich jetzt nur interessiert, wenn ihr das schon drin habt, gibt es auch einen Gashauptschalter? Einen Gashauptschalter gibt es so nicht. Weil den bietet ihr ja extern an, also mit dem Gasschalter, mit dem Magnetschalter, Gas ein, Gas aus. Das wäre halt eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man integriert halt das. Ja, ja. Man muss halt immer schauen, also wir kennen das halt jetzt vom Elektroblock schon, wir haben halt eine analoge Funktionalität, die ich irgendwo digitalisieren muss. Wir haben bei den Elektroblocks, da gibt es ja CWE zum Beispiel, Nordelektroniker, wir haben mit den Herstellern zusammengearbeitet, wir haben die Produkte integriert und die haben spezielle Adapter gebaut, die das Ganze dann auch in der richtigen Sprache, sage ich mal, dann umwandeln für uns. Gut, ich habe gerade schon von den Schaltern gesprochen eben. Das heißt, wir haben ja gesagt, okay, Außenlicht, Innenlicht ist uns wichtig, aber auch so Themen wie Wasserpumpe oder vielleicht möchte jemand ja mal sein Radio oder sein Multimedia einschalten. Voll stark. Oder das I6. Ja, genau. Perfekt. Wichtig ist halt auch, dass man die Reihenfolge da an der Stelle personalisieren kann. Ja. Es gibt Leute, die natürlich jeden Tag die Wasserpumpe einschalten wollen oder müssen auch. Ja. Da möchte ich nicht erst hinterscrollen. Das ist eine App genauso und dann kann ich das Ganze halt einfach personalisieren auf das, was ich dementsprechend oft brauche und gleich vorne drauf habe, damit man das so einstellen kann. Genau, das super. Das ist uns halt wichtig. Schauen wir mal schnell zum Raumklima. Jawohl. Ich meine, das ist ja eine Funktion, die kennen wir schon. Das ist halt jetzt anders da abgebildet. Wir haben jetzt hier quasi pulsierende Ringe, die einfach signalisieren, so hey, es passiert was, es wird jetzt geheizt. Ja, eine Heizanforderung ist gestellt. Okay. Und das Ganze synchronisiert sich sofort mit der App. Ja, Wahnsinn. Laufen komplett synchron und blitzschnell. Ja. Ein bisschen ein Delay haben wir immer. Ja, da ist eine kleine Verzögerung, aber das... Aber wir sind im Rahmen von Bluetooth Low Energy, sind wir da unterwegs an der Stelle. Perfekt. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich hätte aber jetzt gern ohne Strom oder ich hätte gern volle Power, Strom, kein Gas. Okay. Also alles schön einzustellen. In der App ist es so, wenn ich jetzt hier auf mehr gehe, habe ich quasi hier dann auch den vollen Funktionsumfang. Gehe ich jetzt zurück und bin quasi in dieser Gesamtübersicht, da habe ich halt bloß eine kleine Funktion, aber in der Regel ist es ja so. Ich habe ja dann schon den Modus, den ich fahren möchte, habe ich schon eingestellt. Ich will eigentlich bloß nur ein Grad oder zwei. Ich finde es sehr interessant, weil wenn ich jetzt gemütlich auf meiner Dinette sitze und mit meinem Handy da zugegen bin, mir ist gerade ein bisschen kalt, dann nehme ich schnell das Handy, stelle gleich ein wenig warm und es funktioniert tadellos über Bluetooth und ich muss nicht extra aufstehen. Genau, die meisten werden es wahrscheinlich in der Früh im Bett benutzen. Ja, genau. Oder so. Das ist so der Klassiker. Ja. Genau. Natürlich haben wir das Gleiche, also Raumklimasystem haben wir natürlich das Gleiche auch beim Kühlen. Jetzt hat sich die App hier auch wieder verändert. Ich sage, huiuiui, 22 Grad, mir ist das zu warm. Ja. Ich hätte gern 16 Grad und jetzt haben wir halt keine roten Ringe mehr, sondern blaue Ringe. Genau. An der Stelle. Ich kann natürlich auch nur ventilieren, da kommt es jetzt darauf an, welche Geräte angeschlossen sind. Klimaanlage, Heizung, möchte ich oben, unten ventilieren. Und das passt sich halt alles dynamisch an der Stelle. Automatikmodus ist eh klar. So. Wie geht's weiter? Die Hauptfrage, ist das Ganze nachrüstbar? Das ist jetzt die Thematik an der Stelle. Also, wir haben jetzt hier das Einet X Pro Panel. Wir haben gesagt, okay, ein Elektroblock, also dieses Ressourcenthema, ist etwas, was sehr tiefgehend, sehr tiefgreifend in der im Fahrzeugaufbau einfach verankert ist. Ja. Und der wird in der Regel nicht nachgerüstet. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir sagen, okay, im Einet X Pro Panel haben wir das Thema Ressourcen, Elektroblock unterstützt, im einen Panel nicht. Mhm. Ist aber natürlich was, was man jetzt in der Open Innovation angeben kann, dass man sagt, okay, ich habe einen Elektroblock, ich brauche vielleicht noch so einen Adapter oder den habe ich vielleicht auch schon an Bord, weil ich eine andere Konfiguration einfach habe in meinem Fahrzeug, jetzt gerade aus der Übergangszeit. Und dann wäre das halt denkbar, dass man das Thema einfach dann nachrüstet, in der Software auch und kein Problem. Also das Also kann ich auch für einen
als Händler, sage ich jetzt mal, als Umrüster, als, sage jetzt mal, hingehend in die Autarkie, ich habe oft die Wünsche, dass man sagt, Mensch, der Kunde sieht jetzt das hier, zum Beispiel bei uns auf dem Video und sagt, ich will aber das auch haben, bitte tausche mir mein CB Plus aus. Ist überhaupt kein Problem, technisch das machbar, genau. Und eventuell später mal auch die Daten aus dem Schaltblock rauszuziehen und eventuell damit anzudocken. Genau. Wow. Also das 100X-Panel ist quasi als Nachrüstlösung gedacht für den Handel. Das gibt es auch ab 1.1. nächsten Jahres dann. Mit Multitool, das CB Plus, ja. Öffnung, ja, etwas erweitern. Und ungefähr so im Vergleich würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt die Größe vom CB Plus. Okay. Jawohl. Und dann läuft das. Super. Immer natürlich eine Abhängigkeit auch da. Wir haben jetzt, also so grob Baujahr 2018, ja, wenn man Heizung hat, dann ist man da safe. Ja. Wir stellen natürlich aber alle Informationen unseren Händlern zur Verfügung. Okay. Und dann kommen wir einfach über die Seriennummer, das prüfen das Ganze. Und dann ist das kein also Problem. Also es geht jetzt aber bei älteren Modellen dann schwieriger. Wir müssen eine harte Grenze irgendwie ziehen. Ja klar, ziehen. Logisch, weil geht natürlich nicht alles. Weil wir einfach auch Abhängigkeiten, ja, haben, es muss halt programmiert werden, ja, an der, ja, Stelle. Genau. Aber wie gesagt, wir wollen uns an der Stelle einfach anders da jetzt präsentieren. Wir möchten halt da einfach auf unseren Kunden hören und das machen, was, ja, ja, auch benötigt wird. Ganz wichtige Frage noch für meine Zuschauer. Wie schaut es bei den Fehlermeldungen aus? Super. Weil ich kriege ja immer wieder Anrufe bei mir auf dem Display. Wir haben eine Mietflotte, eine kleine. Und wenn mal das Gas leer ist oder irgendwas, E512H, keine Ahnung, was das heißt, bitte helf mir. Und genau. Dann kommt ihr oft nur dazu, dass ihr manchmal Fehlermeldungen habt, die auch nirgends zu finden sind. Das gibt's ja gar nicht, sag einmal. Ja. Also. Ich habe eine super gute Nachricht für dich. Okay, super. Jetzt freue ich mich. Und zwar ist es so, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen das ähnlich, wir müssen, okay, da was tun, wir müssen es ändern. Deswegen gibt es jetzt die Kachelmeldungen im 100X Pro Panel und auch im 100X Panel natürlich. Ja. In dieser Meldungskachel werden dir dann quasi per Übersicht alle Meldungen, Fehler, Informationen zur Verfügung gestellt, die im System ausgelöst wurden, okay, sage ich jetzt mal. Und Fehler werden jetzt hauptsächlich nicht mehr als Code angezeigt. Das heißt, ich habe oben rechts, habe ich noch klein natürlich den Fehlercode, ja, einfach für den Techniker auch. Ich habe oben links das Gerät, das diesen Fehler verursacht hat, tatsächlicherweise. Okay. Also, ist eine Kombiheizung oder ist es eine Aventa-Klimaanlage? Okay. Ist es vielleicht ein Gerät von einem anderen Hersteller? Also, ja, wir bekommen auch über den CI-Bus die Informationen von anderen Herstellern. Ja. Bei uns ist es jetzt so, der Kollege ist auch hier am Stand, der pflegt zentral das, mhm, Thema Fehlerkatalog. Mhm. Das bedeutet, diese Meldungen werden ziemlich starr, es ist dynamisch das Ganze. Okay. Das heißt, Fehler 517 zum Beispiel, also E517, dann wird angezeigt, hey, deine Gasversorgung ist unterbrochen, bitte überprüfe diese. Okay. Maßnahme 1, schau, ob die Flasche aufgedreht ist. Maßnahme 2, etc. pp. Sehr geil. Genau. Das also, ist ja sehr geil. Also das ist dann praktisch ausgeschrieben, Lösungsvorschläge werden mitgegeben und somit ist der Kunde da wesentlich effektiv, kann seine eigenen Dinge schon mal ausschließen. Das ist ja mega. Also das ist ja schon ganz toll. Mei, Fehler kommen immer vor, das ist, ja, gut, das ist normal. Wenn ich muss ganz klar dazu sagen, also wir verbauen ja sehr viele. Ich bin auch einer der wenigen, der ja euer Truma Gas auf Truma Diesel auf die D6 umrüstet. Mhm. Ich habe da irrsinnig viele Nachfragen und ja, momentan natürlich durch die Dieselproblematik ein bisschen schwierig, aber ich habe nur zig Umbauten da schon gemacht und auch noch vor mir. Und da kommen halt wirklich wenig Fehler vor. Also ich muss sagen, Truma ist schon sehr zuverlässig, was das Heizsystem grundsätzlich betrifft. Das freut uns. Also ich habe da wirklich ganz wenig Probleme. Ich meine, das eine oder andere Mal kommt schon mal was vor, aber ich, mhm, habe dann auch festgestellt, dass es oft auch Verbauungsprobleme sind, wo man im Nachhinein feststellt, defekte Kabel, keine richtigen Kontakte und so weiter. Wenn man das aber richtig macht, also muss ich sagen, läuft Truma schon sehr, sehr zuverlässig. Ich selber habe eine, die ist über 14 Jahre alt und die rennt hier am ersten Tag und ist echt perfekt. Und ich freue mich umso mehr auf das Display, weil es halt einmal der Zeit entsprechender, ein bisschen leichter von der Bedienbarkeit ist, vom Display
her echt toll ist, muss ich wirklich sagen, auch mit der App, also echt mega. Also da hat er echt was Geiles gemacht, also finde ich echt toll. Das ist super, das freut uns, da freut man sich gleich doppelt. Ja, genau. Genau. Wir uns auch. Ja, wir sind, vielleicht nur ganz kurz dazu ein Kommentar, also wir sind natürlich mit unseren Geräten immer auch von der Umgebung abhängig. Ja. Und in so einem vernetzten System wird uns das Thema auch immer wieder beschäftigen. Also wir haben uns einem Support entsprechend dafür aufgestellt, ja, dass wir halt sagen, okay, es ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt der Fehler, der von einem Truma-Gerät erzeugt wird. Genau. Nichtsdestotrotz sind wir aber für den Kunden da. Wir schauen uns das Ganze an, wir versuchen das so weit und so gut wie möglich zu analysieren. Und wenn wir jemanden weiterschicken müssen, dann so gut wie möglich, mit so viel Informationen wie möglich. Das ist uns ganz wichtig an der Stelle. So, ganz wichtig aus meiner Sicht, um jetzt ein bisschen wieder von dem Panel wegzukommen, weil das ist natürlich greifbar, das ist schön, man kann da umeinander drücken. Ich habe ja vorhin von der Cloud gesprochen. Ja. Die zwei unterhalten sich über Bluetooth. Genau. Und das erste Mal, wenn ich jetzt die App installiere, dann muss ich mich registrieren. Okay. Das heißt, als Kunde werde ich Teil der Truma Cloud, der Truma Einedix Cloud an der Stelle. Okay. Wir haben einfach gesagt, okay, wir werden in Zukunft Dienstleistungen, Dienste, Features bringen. Wir müssen das Ganze auch irgendwie aufs Panel bringen. Das heißt, ich kann mir aus der Cloud mit meiner App das Firmware-Update runterladen, überspiele es per Bluetooth auf das Display, update das Display, alles wieder gut, ich muss keine Hardware tauschen, es ist alles fein. Und ja. Steht dann auch irgendwann im Raum, dass ich das Display über die App fernsteuern kann? Also nicht nur über Bluetooth, sondern mal, wenn ich jetzt mein Auto 30 Kilometer entfernt habe und ich möchte jetzt, weil es Winter ist, schon mal die Heizung einschalten. Du bist absolut auf der richtigen Spur. Im Endeffekt wird es nächstes Jahr ein Fernfeldmodul geben. Ja, sehr geil. Das auch über die Cloud natürlich arbeitet an der Stelle. Das heißt, ich kann dann mit meiner App ins Internet gehen, verbinde mich mit der Cloud, sage, hey, ich bin gerade beim Skifahren, könntest du mal bitte die Heizung schon anschalten? Über die Cloud zum Fernfeldmodul, vom Fernfeldmodul ans Bedienteil. Ja, ja. Und schon ist kuschelig warm. Und jetzt gehe ich nur weiter. Ihr kriegt dann praktisch auch, falls es mal so sein sollte, eine Fehlermeldung in der Cloud praktisch mit. Und wenn es eine ernsthaftere Fehlermeldung ist, könnt ihr mir dann auch, wenn ich anrufe, besser helfen. Genau so ist es. Also ich bin genau in dem Umfeld unterwegs. Also ich bin auch aus dem Service und Support. Wir möchten Remote Service an der Stelle etablieren bei unseren Geräten. Das heißt, wenn man sich registriert, es gibt da einen Consent, der heißt Extended Service oder erweiterter Truma Service. Wenn man den anhakt, Datenschutz ist wichtig, dann werden Daten, sage ich mal, erhoben in dem Rahmen. Und wenn man dann anruft, dann kann einem schneller geholfen werden. Die Vision, sage ich jetzt mal, da kommen wir jetzt gleich dazu, ist einfach, dass man sagt, okay, in Zukunft vielleicht predictive. Okay. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Genau, perfekt. Genau. Also wie gesagt, ich bin dann in der Cloud, ich habe das Fernfeldmodul. Und was ich persönlich ganz toll finde, und das haben uns auch ganz viele Kunden auch gesagt, GPS. Ja. Wir werden in das Fernfeldmodul GPS integrieren. Das heißt, man kann dann auch wieder über die Cloud Dienste anbieten, wie zum Beispiel, hey, wo ist mein Fahrzeug? Bewegt sich das? Ist es vielleicht irgendwo, wo es nicht hingehört? Und, naja, ich habe ja eh schon Internetverbindung, warum mache ich da nicht gleich noch einen WLAN-Hotspot draus? Wahnsinn. Okay, ich bin sprachlos. Okay. Also da hat er schon richtig tief Einklang. Also das ist schon richtig geil. Also Respekt. Wir haben jetzt von heute und von der ganz nahen Zukunft gesprochen. Ja. Wenn wir dann mal von der Zukunft sprechen, also wirklich, wo wir sagen, wo möchten wir denn eigentlich hin mit dem Einedix-System, dann müssen wir mal kurz hier auf das Panel gucken, mal schnell die dicken Finger da benutzen, um hier das Ding zu schließen. So, jetzt mal schauen. Also, ja, haben wir. Genau, wir haben schon die Sensorik.
Also man sieht es jetzt eigentlich hier auf die Screens schon ganz schön. Ja. Uns ist halt wichtig, dass wir in Zukunft auch so Themen wie zum Beispiel die Gewichtsanzeige, also ist das Fahrzeug jetzt zum Beispiel überladen oder ist es alles nur im Rahmen, mit reinnehmen, dass wir weitere Energiewerte analysieren im Fahrzeug. Also die Effizienz ist ja immer ein größeres Thema mittlerweile. Reifendruckmessung ist nun mal auch was, was man schön integrieren kann in so ein System. Wahnsinn. Also das wäre jetzt so das Thema Sensorik zum Beispiel. Man kann natürlich auch einfach den Komfort steigern an der Stelle. Also das Thema Szenarien zum Beispiel auch, dass man sagt, okay, ich komme nach Hause, das System weiß, okay, er ist jetzt auf dem Weg nach Hause, ich stelle das Szenario X ein, da geht das Licht an, die Heizung läuft schon oder ich bin in Italien im Urlaub, war in der Trattoria, die Klimaanlage läuft. Also im Prinzip ein vollautomatisiertes Heim. Ist ein bisschen wie Smart Home, bloß auf, ja, auf vier Rädern. Ja, genau, Smart Home. Genau. Ja, ist das schon. Also wir möchten das halt einfach kontinuierlich ausbauen und eine zentrale Plattform zur Verfügung stellen, die jeder benutzen kann. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Also echt genial. Ich finde es mega toll. Super an der Stelle. Glaube ich, ist das jetzt echt eine tolle Information und eine tolle Neuigkeit für alle euch da draußen. Und ich freue mich da schon tierisch drauf, euch das einbauen zu dürfen und euch auch präsentieren zu können bei uns. Also da sind wir echt mega gespannt. Und ich sage ganz lieben Dank für die Präsentation oder fürs Zeigen, für die Geduld. Sehr gerne. Und ja, super, top. Vielen Dank. Ich sage auch danke für die Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns dann spätestens bei der Drupal Open Innovation. Auf alle Fälle. Super. Ciao. Ciao.